Ja, und hier bin ich jetzt im Lesesaal des Fassbinder Centers, um euch und Ihnen was ganz Besonderes vorzustellen. Nicht nur den Lesesaal, in dem man entsprechend recherchieren kann in den Sammlungen und Nachlässen des DFF-Filminstituts und Filmmuseums, sondern auch Vorträge hören und Filmausschnitte projiziert zu bekommen. Ich präsentiere euch Ihnen nun ein ganz besonderes Teil aus dem Nachlass von Fassbinder, und zwar sind das die Tonbanddiktate für die Verfilmung von Alfred Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz, die Fernsehserie insgesamt 13 Teile und ein Epilog, zu denen Fassbinder in einem Marathon von 78 Stunden auf Tonband seine gesamten Regieanweisungen, Dialoge, Anweisungen für Kamera, für Requisite, für die jeweiligen Einstellungen diktiert hat. Ein Mammutwerk, das dann wiederum Liselotte Eder, seine Mutter, auf ihrer Schreibmaschine hat abtippen können. Ja, und nun ein Beispiel aus diesem langen Tonbanddiktat von Rainer Werner Fassbinder, das wir so zusammengestellt haben, dass man das Diktat und das fertige Filmbild vergleichen kann. Es spielen Günter Lamprecht als Franz Bieberkopf und Barbara Sukowa als Mieze, und es ist die erste Begegnung der beiden im Film. Und wie gesagt, man kann vergleichen, was Fassbinder diktiert hat und wie die Umsetzung dann im fertigen Filmbild zu sehen ist. Und jetzt also Film ab und Ton ab. Bitte sehr. Nicht der Einstellung Franz war, er schüttelt langsam ungläubig den Kopf und hält dann seine eine Hand vor die Augen. Dann ist er mit der Hand von den Augen weg und schaut auf, und plötzlich ist sein Gesicht voll großer, strahlender Überraschung. Nächste Einstellung, Mieze, halb nah, sie ist 3 Schritte in das Zimmer hineingetreten. Mieze, Doppelpunkt, guten Tag. Nächste Einstellung, Franz, amerikanisch, er steht langsam auf und nickt auch sehr freundlich. Franz, Doppelpunkt, guten Tag. Nächste Einstellung, die Kamera hinter Franz, Mieze steht halb nah. Mieze, Doppelpunkt, soll ich vielleicht die Tür zu machen? Franz, Doppelpunkt, oh ja, bitte, machen Sie die Tür zu. Mieze schließt die Tür hinter sich und dreht sich wieder zu ihm um. Nächste Einstellung, Mieze nah, Schnitt in die Drehung. Sie schaut ihn mit großen, hoffnungsvollen Augen an. Und dann kommt ein Lächeln in ihr Gesicht. Nächste Einstellung, Franz nah. Er kann diesem Lächeln nicht widerstehen, er lächelt mit.